Willkommen und guten Morgen bei N24 und damit umgehend und zügig wieder den Deutschen Bundestag verfolgen wir die Debatte um die Ehe für alle. Erika Steinbach jetzt am Mikrofon. Abstimmung empört. Allerdings zielt Volker Kauder mit seiner Kritik an der SPD auf den falschen Adressaten. Es war die Bundeskanzlerin und nicht die SPD-Fraktion, die mit ihrer wohlkalkulierten Einlassung, dass dies allein eine Frage des Gewissens sei, die Türen für die heutige überstürzte Entscheidung sperrangelweit geöffnet hat und sich auch noch als quasi neue Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion dazu hat hinreißen zu lassen, generös die Abstimmung freizugeben. Zudem auch noch entgegen dem eigenen, ja nach wie vor gültigen Grundsatzprogramm der CDU, denn darin steht zu lesen, die Ehe ist unser Leitbild der Gemeinschaft von Mann und Frau und deshalb steht die Ehe unter dem besonderen Schutz unseres Grundgesetzes. Daran sehe ich, Beschlüsse der CDU sind offenkundig nicht das Papier wert, auf dem sie stehen. Insgesamt ist der heutige Vorgang an Peinlichkeit so kaum zu überbieten. Unberechenbarkeit und Beliebigkeit erschüttern immer Grundfesten unserer Demokratie. Ich werde diesen Gesetzentwurf ablehnen, weil er dem Grundgesetz widerspricht und auch meiner persönlichen Überzeugung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nach 27 Jahren im Deutschen Bundestag ist das heute meine letzte Rede. Es waren intensive Jahre. Danke für den Beitrag. Es waren intensive Jahre, die ich nicht missen möchte, insbesondere meine erste Legislaturperiode im auch erstmals gesamtdeutschen Bundestag mit Bundeskanzler Helmut Kohl. Das war eine singuläre historische Lebenserfahrung. Und ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen aller Fraktionen des Hauses für eine konstruktive, teils harmonische, teils kontroverse, zumeist respektvolle Zusammenarbeit. Und vom neuen Bundestag erhoffe ich, dass er seine Kontrollfunktion gegenüber der Bundesregierung verantwortungsvoller wahrnimmt, als es in den letzten Jahren geschehen ist. Wir haben keine Kanzlerdemokratie, wir haben eine parlamentarische Demokratie und unsere parlamentarische Demokratie bedarf dringend der Wachsamkeit. Dankeschön.